Für den Ölpreis ging es kräftig nach oben, nachdem eine saudi-arabische Raffinerie angegriffen wurde. Und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist auch wieder der Marktanalyst von IG und Daily FX, David Yusuf. Schön, dass Sie da sind. Ja, für Öl ging es erstmal nach oben und dann ging es aber doch gleich wieder Richtung 60-Dollar-Marke. Genau, also es sieht so aus, als hätten wir jetzt hier eine Situation klassisch zurück auf Los. Also wir hatten ja vor 2 Wochen ungefähr schon die News bezüglich der Erleichterungen in den Iran-Sanktionen. Das könnte sich jetzt wieder erledigt haben nach dem Vorfall, weil ja der Iran beschuldigt wird quasi für diesen Drohnenangriff, der dazu geführt hat, dass eben dieser Ausbruch hier nach oben stattgefunden hat. Aber wir hatten ja in dieser Woche bereits Schadensbegrenzungen gesehen, gehört, gelesen seitens der USA, Stichwort strategische Reserven, die aktiviert werden könnten, falls es notwendig ist. Und die saudi-arabische Regierung hat dementsprechend auch gesagt, sie werden dieses Angebot, was jetzt letztendlich fehlt, was im Moment ungefähr auf 5% des weltweiten Angebotes beziffert wird, dass das bis Ende September kompensiert werden könnte. Das ist kritisch zu betrachten, da viele Analysten auch annehmen, dass das wahrscheinlich eher nicht möglich sein wird. Nichtsdestotrotz, wir warten jetzt erst einmal ab. Wie gesagt, im äußersten Fall würde die USA mit den strategischen Reserven einspringen. Wie stellt sich die Situation aus meiner Sicht deshalb im Ölpreis dar? Also wie gesagt, zurück auf Los. Die letzten 2 Wochen könnten wir eigentlich, sofern alles beim Alten bleibt, erstmal ausblenden. Und wir hatten ja vor 2 Wochen schon eine positive Entwicklung im Ölpreis. Die könnte sich jetzt erst einmal fortsetzen. Der hauptsächliche Belastungsfaktor aber langfristig bzw. mittelfristig für den Ölpreis ist immer noch der Handelsstreit, die Konjunkturdaten. Das heißt, ich erwarte nicht, dass wir jetzt hier sehr schnell an die 70 wieder steigen, vorausgesetzt, es bleibt alles beim Alten. Das heißt auch, dass das Risiko der Angebotsverknappung nicht weiter steigt. Sollten wir vielleicht hier eine gewisse Stabilität weiterhin sehen, aber nur gemächlich. Das heißt, wenn aber die Konjunkturdaten anfangen, sich wieder zu verbessern, das Handelsstreitrisiko geringer ausfällt, dann kann es sein, dass wir hier ein bisschen schneller nach oben steigen im Ölpreis. Insofern aber würde ich sagen, jetzt ist erst einmal gemächliche Stabilität zu erwarten in den nächsten paar Wochen. Beim sicheren Hafen Gold, da ging es die letzten Wochen nach oben, aber die Seitwärtsbewegung kam dann relativ schnell. Kommt Gold nicht mehr richtig so vom Fleck? Ja, im Goldpreis haben wir, das ist ja der Wochenchart übrigens, um nicht zu verwechseln mit dem Ölpreis eben, weil man hier besser die Muster aus meiner Sicht erkennen kann, die wirklich wichtigen Chartzonen, ist es so, dass einiges schon eingepreist zu sein scheint. Also wir hatten hier in diesem Anstieg insbesondere Erwartungen an den Lockerungszyklus der Notenbanken aus meiner Sicht im Preis mit inbegriffen. Dann aber auch das erhöhte Marktrisiko. Beide Faktoren haben sich jetzt ein wenig verringert. Das heißt, sie wurden schon eingepreist. Die Notenbanken haben zwar geliefert, ein wenig mit gemischten Signalen. Das heißt, wir haben hier schon ein gewisses Potenzial für eine Korrektur im Goldpreis, weil einige Dinge eingepreist worden sind. Was ich vermute, ist auch doch, dass jetzt deshalb auch der US-Dollar mehr in den Fokus rückt. Der US-Dollar hat die Zinsschritte der Fed noch nicht so wirklich eingepreist aus meiner Sicht. Da ist noch Downside-Potenzial nach unten. Und sollte sich das wirklich realisieren, dass der US-Dollar in Kürze weiter zur Schwäche neigt, dann können wir hier mit Stabilität im Goldpreis wahrscheinlich rechnen. Ansonsten, glaube ich, sollte man die 1600 jetzt hier im Blick fassen, ins Auge fassen. Und so schnell sollte es aber meiner Meinung nach jetzt, nachdem die wichtigsten Faktoren eingepreist worden sind, erstmal nicht über die 1,600 gehen. Ja, die Notenbanken haben Sie schon erwähnt. Die Fed hat ja die Leitzinsen in der letzten Woche nochmal gesenkt, aber die Märkte haben eigentlich gar nicht so drauf reagiert. Warum nicht? Stellt sich ähnlich dar wie im Goldpreis aus meiner Sicht. Das heißt, einige Dinge wurden schon eingepreist, aber der Fakt auch, dass die Notenbanken ein wenig mit gemischten Signalen geliefert haben. Das heißt, aus meiner Sicht haben sie legitim sich positioniert. Sie wollen keine Unsicherheit verbreiten, Rezessionsgefahren nicht nochmal schüren, Rezessionsängste schüren, was auch aus meiner Sicht vollkommen legitim erscheint. Nichtsdestotrotz haben sie Lockerungsmaßnahmen ergriffen und werden wahrscheinlich auch weitere Lockerungsmaßnahmen ergreifen, wenn dies notwendig sein wird. Für mich impliziert das Ganze die folgende Situation, insbesondere für den Dow Jones wichtig oder für US-Aktien. Die Situation ist nämlich folgende: Sollten sich die Konjunkturdaten tatsächlich verbessern, ist das positiv für die Daten. Sollten sie sich verschlechtern, wird insbesondere die Fed weiter nachlockern oder hier nach
justieren. Und diese Situation kennen wir ja schon, zum Beispiel aus dem Jahr 2016 oder 2015. Also das heißt, insgesamt könnten wir es hier zwar mit abrupten Korrekturen infolge des Handelsstreits zu tun bekommen, aber die gesamte Situation, Notenbanken haben gelockert und jetzt kommt es auf die Konjunkturdaten an. Sind die Konjunkturdaten gut? Ist es gut für den Markt? Sind sie schlecht? Wird die Notenbank weiter lockern? Das heißt für mich, Stabilität im Dow Jones ist eher wahrscheinlicher, abgesehen des Handelskonfliktrisikos, als eben jetzt ein Bärenmarkt. Also das werden wir weiter im Auge behalten. Danke Ihnen, David Yusuf von IG und Daily FX. Das war der IG Trading Talk diese Woche hier von der Frankfurter Börse. Wenn Sie noch Infos brauchen, schauen Sie doch auch auf ig.com. Und wir sind bald wieder für Sie da. Bis zum nächsten Mal.